Und da sind wir auch schon wieder mit einer neuen Aufnahmesession hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Willkommen zurück und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir haben es ja hier endlich hier geschafft, auf dem Plateau zu überleben und alle vier Zeichen der Bewährung zu erringen. Jetzt hat sich ja auch sogar noch herausgestellt, dass der alte Mann, der uns ja die ganze Zeit hier diese ganzen wertvollen Tipps gegeben hat, in Wirklichkeit König, ja, Rohan Bosphoromaras von Hyrule gewesen ist. Der letzte König dieses Reiches, der auch vor 100 Jahren beim Ausbruch der großen Verheerung hier sein Leben gelassen hat. Ja, ihr habt es richtig gehört, der Typ war in Wirklichkeit ein Geist und hat uns ja auch natürlich über die gesamte aktuelle Lage hier aufgeklärt. Wir wissen jetzt, was Sache ist. Zelda bekämpft die ganze Zeit die Verheerung und wir haben jetzt hier die Aufgabe erhalten, Ganon zu besiegen und sie zu retten. Allerdings wird das ja nicht so einfach, wie man sich ja denken könnte, weil noch sind wir nicht stark genug dafür und wir sollten uns ja eigentlich erstmal darum kümmern, dass wir vielleicht ein bisschen mehr herausfinden sollten. Und zwar hat uns ja auch der König geraten, wir sollen nach Kakariko reisen, welches ganz schön weit weg ist, von hier aus gesehen. Aber ja gut, das wird schon irgendwie hinhauen. Jetzt haben wir ja immerhin das Parasegel und somit können wir auch ohne weiteres das Plateau verlassen. Und zwar richtig schön stilvoll. Ja, ich liebe dieses Segel einfach. Damit kann man eigentlich ja richtig schnell eigentlich auch gute Orte erreichen. Okay, dann machen wir uns mal da auf den Weg. Ich sollte mich eigentlich auch noch mal so ein bisschen umsehen. Also ich glaube, ja, es war sogar so, dass überall hier an der Mauer vom Plateau immer noch wertvolle Schätze versteckt waren. So, und ich sollte aber trotzdem noch aufpassen, weil ich habe ja schließlich hier noch einige Monster immer noch am Leben gelassen. Sollte ich also auf jeden Fall darauf achten, dass ich jetzt hier nicht unbedingt unnötige Aufmerksamkeit errege. Da sind ja noch zwei Typen, da ist ja noch so ein ganzes Lager. Obwohl ich da ja tatsächlich auch noch mal mein Glück versuchen könnte. Jetzt mit dem Parasegel kann ich mich sogar eigentlich auch noch besser an Orte heranschleichen. Immerhin, solange ich ja hier in der Luft bin, bin ich ja quasi lautlos. Zumindest erstmal hier die Pfeife da vorne hier aus dem Weg räumen. Na, 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 na. Das lässt du mal schön bleiben. Hier wird kein Alarm geschlagen. Obwohl, das wird eigentlich ja doch noch etwas. Ja, ich habe ja eigentlich ja nur, ich hab ja nur eine Handvoll Waffen über. Also es wäre vielleicht doch keine so gute Idee, das jetzt hier zu durchzuziehen, aber andererseits. Ach, warum nicht? Machen wir erstmal ein bisschen Krawall. Ich denke mal. Oh! Nein! Ich wollte das doch gar nicht abfeuern! Oh, das gibt's doch nicht! Mann! Ich wollte doch nur den Pfeil ausrüsten, aber doch nicht gleich abfeuern. Sag mal, seid ihr bescheuert? Mann. Ich wollte mich doch erstmal richtig positionieren und dann erst losballern. Und natürlich nicht auf mich, sondern auf die Gegner. Mann, das kann doch nicht angehen. Ja, da fängt ja die neue Session ja richtig gut an. Gleich mal wieder mega fail durch meine eigene Blödheit. Ist ja immer wieder der gleiche Scheiß. Naja, gut. Naja, das war jetzt natürlich nicht so gut. So, und ihr bleibt mal schön bitte da drinne. Gut, sie haben mich nicht entdeckt. Noch nicht zumindest. Ah, Mann. Ich dachte eigentlich, ich krieg das eigentlich ja noch so auf die Reihe. So, was ist jetzt mit dem einen Typen da? Da ist doch eben gerade einer rausgelaufen, oder ist er jetzt wieder rein? Na ja, gut, ich nehme erstmal sein Zeug hier mit. Und geht schön wieder rein, Jungs. Ihr könnt mich von hier aus gar nicht sehen.
Oder? Nee, eigentlich nicht. Mache ich das mal so. Ist ja eine totale Verschwendung. Weil wenn ich dadurch diesen schwarzen Bock mit loswerde, ist mir das recht. So, gleich die nächste Keule her. Und schlag mich nicht. So, gleich schnell die nächste Stachelkeule her. Und was fällt dir eigentlich hier auf mich zu schießen, hä? Geht's noch? So, das war's. Zwar nicht gerade professionell, aber gut. Lassen wir es einfach erstmal so stehen. Das hätte ich aber wesentlich besser gekonnt. Naja, was soll's. Ich nehme jetzt erstmal das, was in der Kiste drin ist. Es sind ja nur Feuerpfeile. Ich habe noch einen Bombenpfeil übrig. Na gut. Immerhin lief das gar nicht mal so schlecht. Wenigstens weiß ich ja schon mal, die Bombenpfeile sind sehr effektiv, wenn es darum geht, schwarze Bocklins kalt zu machen. Da habe ich jetzt 4 Pfeile jetzt gebraucht und ich hätte eigentlich sogar weniger gebraucht, wenn ich ja mal wenigstens mal ein bisschen den Kopf getroffen hätte. Aber na gut, dann eben nicht. Ich habe ja jetzt schon gemerkt, dass der Bogen nicht so ganz so präzise ist. Oder ich einfach nur ein total mieser Schütze bin. Na gut. Dann machen wir einfach mal weiter. Okay, also ich weiß ja, ich habe ja eigentlich ja noch bis... Wie weit habe ich jetzt eigentlich überhaupt damals beim Test gespielt? Ah. Okay, nicht weit genug auf jeden Fall. Okay, warte mal, ich habe eine Idee. Ich gehe auf den Turm rauf. Ich habe ja gerade gesehen, da waren ja wieder so 2 Typen. Mit ihren Octorok-Ballons. Und ich denke mal, die kann ich ja jetzt gleich erstmal schön wegballern. Also eigentlich reicht es ja bloß, wenn ich eigentlich ja die Typen eigentlich ja von den Ballons runterschieße. Damit ich da sicher drauf landen kann. Na gut, das kriegen wir hin. Das kriege ich hin. Irgendwie. Entweder das oder ich werde wieder sterben. Es könnte sein, dass das Letztere eintrifft. Es könnte absolut sein, dass das Letzte reintrifft. Also ich bin mir auf jeden Fall da so ziemlich sicher. Okay, wo war das jetzt? Wo war jetzt die Stelle? Ah, da vorne sind sie. Das muss jetzt eigentlich ja sitzen. Und am besten, ich esse erstmal was. Ich habe doch sicherlich noch irgendwas Geröstetes dabei. Ja, den Röstbarsch. Was zum... Hä? Was? Was? Der hat mich doch gar nicht getroffen. Oder richtig... Oder gar nicht mal so richtig. Ich meine, womit hat er mich beschossen? Ah, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab doch gewusst, ich werde sterben. Ich hab's natürlich herbeibeschworen und natürlich muss das auch eintreffen. War ja klar. Na gut, diesmal nicht mal so pessimistisch. Diesmal sage ich, ich schaff das. Das kriege ich hin. Na ganz toll, jetzt bin ich ja natürlich wieder hier oben. Aber ich muss ja auf den Turm drauf. Ich könnte natürlich auch alles mit den Bombenpfeilen wegspringen, aber nee, das lasse ich mal lieber. Ich habe ja gesehen, da war auf dem Ballon ja noch eine Kiste drauf und die will ich ja natürlich ja möglichst sicher bergen. Wenn sie da abstürzt, ist ja nicht so schlimm. Aber Hauptsache, sie wird nicht zerstört. Sonst kriege ich ja den Inhalt wahrscheinlich nicht mehr dafür. So, also nochmal die zweite. Diesmal kriege ich es hin. Aber dass die mich einfach so mit einem Schuss jetzt hier umnieten können, das ist jetzt echt ein bisschen doof.
Ey! Oh Mann! Das ist aber auch doof. Warum ist jetzt auch das blöde Fernglas angegangen? Ich wollte gar nicht das Fernglas haben. Ich wollte eigentlich auf den Typen schießen, während ich ja noch in der Luft bin. Mann! Nee, aber das verstehe ich jetzt echt nicht. Wieso haben die jetzt eigentlich ja so. Haben die es einfach so drauf, jetzt mich mit einem Schlag hier umzulegen? Das ist nicht nett. Das ist einfach nicht gut. Mann. Komm schon, das will ich schaffen. Ich will jetzt eigentlich ja verdammt nochmal da rangehen. Ich will jetzt diese blöde Kiste haben und ich will dieses Ding umhauen. Ja, was ich eigentlich ja machen könnte, wäre ja natürlich alle Ballons wegzuschießen. Das wäre natürlich auch nur eine Möglichkeit. Ja, es ist aber auch doof. Also ich meine, ich kann auf so engen Räumen einfach nicht kämpfen. Deswegen funktioniert das ja auch nicht. Das ist aber auch doof, ey. Ich meine, die schießen ja gleich sofort los, sobald ich eigentlich auch schon gleich gelandet bin. Ich kann da überhaupt gar nicht richtig ausweichen. Und versuchen wir es nochmal so. Sobald ich nah genug dran bin, kann ich sie ja hoffentlich ja bald wegschießen. War ja klar. Mann. Okay, das funktioniert also auch nicht. Ja, und hey Konsolenschocker, schön, dass du reinschaust. Ja, du siehst ja, wie ich ja gerade hier total am Failen bin. Meine Güte. Mensch, ich krieg das einfach nicht hin, da jetzt eigentlich ja richtig zu treffen. Und ich habe auch nicht genug Ausdauer, um da jetzt eigentlich ja mal hier den Fallschirm jetzt rechtzeitig zu öffnen. Mann, ich will da rauf. Ich weiß, dass da eine gute Waffe in dieser Kiste drin ist und die will ich ja haben. Kann ich jetzt nicht sein, dass ich deswegen jetzt hier so eigentlich ja übelst am Verkacken bin. Das geht auch nicht. Ich könnte natürlich versuchen, noch aus der Entfernung richtig zu schießen, aber das würde auch nicht so ganz klappen. Das kriege ich einfach nicht hin. Mann. So, ich will doch nur darauf. Ich weiß, da ist diese eine Holzkiste. Ich weiß, da war eine gute Waffe drinne. Und die will ich haben. Okay, ich habe keine andere Wahl. Auch wenn es jetzt eigentlich total risky ist. Aber ich werde das Ding jetzt einfach sprengen. Ist mir jetzt egal, wie das ausgeht. Ich jag das Ding jetzt in die Luft. Und ich habe die falsche erwischt. Dreck. Nicht weit. Aber man, ich habe Holzpfeile. Käse. Okay, gut. Das hat geklappt. So, aus der Höhe überlebt er es wenigstens nicht. Stachelbockbogen. So, aber wo ist jetzt die Kiste hingefallen, die ich eben gerade gesehen habe? So, ich werfe einfach mal das hier weg. Also die Kiste muss ja irgendwo hier abgestürzt sein. Quasi direkt hier oben und irgendwo muss sie dann hier hingefallen sein. Ah, da ist sie ja. Ich sehe sie doch schon. Ich hätte sie natürlich lieber auch gleich von unten direkt eigentlich ja treffen sollen. Aber man, wir haben jetzt ein Ritterschwert mit hoher Haltbarkeit. Das wollte ich doch. Das war es doch, was ich die ganze Zeit haben wollte. Na schön, und oh Gott, Moblins. Oh, noch ein Moblin und der ist sogar ziemlich nah und Gott sei Dank hat er mich noch nicht bemerkt. Jesus, Maria und Josef, sind das viele? Oder sind das richtig fiese Typen? Ich weiß es nicht. Also kann ich mit so einem Moblin eigentlich schon so mithalten? Ich weiß es noch nicht ganz genau. Also ich meine, mit dem Ritterschwert wäre das ja kein Problem, aber ich will es jetzt so nicht verschwenden.
Nee, dann nehme ich hier erstmal lieber die Stachelkeule. Okay, ich habe 13 Pfeile. Okay, nicht gerade viel. Oh, Fuchs. Ein kleiner Fuchs ist hier unterwegs. Na gut, ich sehe mich erstmal hier mal ein bisschen um. Ein Reh. Okay, oh gut, aber das... ich brauche jetzt hier nichts abzuschießen. Was habe ich eigentlich überhaupt noch so an Essen dabei? Nicht viel eigentlich. Also ich habe ja noch den Restbarsch. Zweimal Kraftmedizin. Könnte eigentlich ja noch hilfreich sein, wenn ich mal mit was Größerem zu tun habe. Einfach mal die Angriffskraft mal so ein bisschen steigern, wäre ja nie verkehrt. So, und hi Kibo, du bist ja wieder da. Schön, das freut mich ja. So, hier liegen Haufen Knochen rum. Hoffentlich werden die nicht lebendig. Gott, ich will gar nicht wissen, wie das stinken muss. Überall Kadaver. Na gut, ich sehe mich jetzt erstmal hier um. Oh, achso, es sind ein paar Vögel. Ich könnte natürlich welche abknallen, dann habe ich ja jetzt hier noch ein bisschen Geflügel übrig. Na gut, aber ich sehe mich jetzt erstmal hier ein bisschen in der Umgebung um. Also zumindest so weit, wie es geht. Ist ja eigentlich ein großer Bereich hier. Also ich will mich eigentlich ja nur so weit umsehen, bis ich ja jetzt hier irgendwann mal Schreine sehe. Hier in diesem ganzen Bereich. Naja, ein paar sind aber sowieso versteckt, also mache ich mir jetzt hier keine großen Hoffnungen. Ich weiß ja, irgendwo in der Nähe war ja noch ein Turm. Was ist eigentlich das hier? Ist das ein, das ist ja der See. Ist das sogar die Hylia-See? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, das hier ist sogar die Hylia-Brücke, wenn ich mich nicht irre. Na gut zu wissen, dass ich schon hier hinkomme. Auch wenn ich damit noch nicht viel anfangen kann. Steine. Da ist ja gerne mal was drunter. Ich guck mal nach. Eine Maxi-Echse. Ah, sehr gut. Eine der beliebtesten Zutaten, wie ich finde. Also auf jeden Fall eine sehr gute Trankzutat. Okay, und da ist eine Basis. Von der ich allerdings mich lieber noch ein bisschen fernhalte. Aus, wo ich ja ein bisschen mal die ganze Gegend überblicken kann. Weil ich weiß, irgendwo war hier noch ein Turm. Also hier sind ja noch mehrere Türme, aber ich will ja eigentlich ja den von diesem Gebiet hier haben, in dem ich jetzt gerade bin. Damit ich den Wesen schon mal aktivieren kann. Dann wird es ja eigentlich erstmal so sein, dass ich erstmal eine Weile hier forschen werde. Okay. Ich glaube, das ist irgendwo da. Ja, das ist doch der da. Das ist dieser Turm da, der bei den Zwillingsbergen ist. Oder auch nicht. Ah, nee, doch, der ist richtig. Den will ich ja natürlich erstmal im Auge behalten. Aber ich weiß, hier war noch irgendwo ein Schrein. Muss ich alles natürlich erstmal alles mitnehmen. Aber der Turm ist ja jetzt eigentlich erstmal wichtiger, weil... Wenn ich den ja habe, bekomme ich auch erstmal gleich den Chica-Sensor. Mit dem ich ja dann Schreine erforschen kann und... What the fuck? Macht mal einen Abgang! Okay, hier ist ein Krug. Cool. Okay, und schon wieder auf den Kopf gefallen. Das sieht immer so witzig aus. Es ist zwar gemein, aber es sieht auch so witzig aus. Okay, da sehe ich schon mal einen Schrein. Da hinten ist noch einer. So, kann ich eigentlich ja den mitnehmen? Okay, das ist aber der von dem anderen Gebiet. Ja, der ist irgendwo im Nachbargebiet drin, ne? So, was ist mit dem da? Ist der zufällig bei uns in der Nähe? Ja, der ist gerade so an der Grenze. Sehr gut. Dann sehe ich mich nochmal weiter um. Aber sonst sehe ich weiter nichts. Also es sind nur zwei Schreine hier im Bereich. Also zumindest hier auf dieser Seite. Hinter den Bergen geht es ja noch weiter.
Dann gehe ich mal weiter. Und werde jetzt erstmal den Schrein daneben, der jetzt da vorne ist. Und ich sehe ja schon, es wird gerade wieder Nacht. Und da ist ja noch so eine, so ein Octorok-Ballon-Tybi. Warte mal, den treffe ich doch aus der Richtung, oder? Au! Was tut das mal sein? Drecksteil. Okay, habe jetzt erstmal eine fette Keule. Okay, so, warte mal, den treffe ich doch. Oh, warte mal, die war ja aus Metall. Dann hätte ich sie eigentlich vielleicht auch mit dem Magneten runterholen können. Egal, ich nehme den Eisenhammer, der Weitwurf hat. Apropos Hammer. Ah, hier habe ich ja noch den. Von vorhin. Okay, das ist der Yashiriaku-Schrein. So, aber erstmal mache ich mal den Hammer. Und sammle erstmal das Zeug hier ein, was hier zu finden ist. So, Bernstein. Oh, cool. Gut, Bernstein habe ich ja schon genug, aber trotzdem. Dann habe ich auf jeden Fall erstmal genug, um jetzt erstmal auch ein bisschen Geld zu sammeln, das ich ja später gebrauchen kann. Aber zuerst einmal rein in den Schrein und dort das Zeichen der Bewährung holen. Und unbedingt danach heilen, sofern das möglich ist. Jo. Willkommen, Pilger. Du sollst geprüft werden. Wissen wir schon. Ja, das war ja natürlich Fail. Ist immer doof, dass Link nicht immer sofort das Parasegel zückt, wenn ich ja hier irgendwo abspringe. Da verliere ich immer unnötig an Höhe. So, dann nehmen wir das einmal mit. Und dann geht's hier an der Stelle weiter. Ja, hier hin. Gut. Dann wäre schon mal bereits das Nötige geschafft. Aber ich will ja noch das. Das da hinten haben. Okay, und hat wenigstens endlich mal hier mein First Try hier funktioniert. So, an einen Soldaten zwei Hände. Oh, ist aber kein Platz. Scheiße. Warte mal, da mache ich mal kurz Platz. Das kann weg. Die olle Hand, die braucht doch keine Sau. Legen wir sie einfach mal da zurück. Könnte die Leute vielleicht eventuell abschrecken, dass viele schon in diesem Schrein ihr Leben gelassen haben. Nur um dann am Ende zu erfahren, dass es hier nichts mehr zu holen gab. Egal, ich bin fertig. Bald mal langsam anspruchsvollere Schreine her. Kommt aber zum Glück auch bald. So, erstmal überspringen. Das brauchen wir alles nicht. Okay, Feuer entstehen. Bei Überfeuern entstehen Aufwinde. Öffne dein Parasegel, um dir solche Luftströmungen zunutze zu machen. Cool. Wissen wir Bescheid. Okay, und wenn du Erze zerstörst, dann kriegst du Edelsteine. Wissen wir auch schon.